going? Swimming! Das kann nicht gut gehen. Und jeder weiß es, auch wenn er den weißen Hai gerade zum ersten Mal sieht. Eine ausgelassene Strandparty mit Lagerfeuer und viel Alkohol. Ein Pärchen sondert sich ab, um im Ozean zu schwimmen. Die junge Frau springt übermütig ins Wasser. Kurz darauf ein Perspektivwechsel. Wir sehen sie von unten, also aus der Position des Wesens, das gleich angreifen wird. Und dann? Den Angreifer, den weißen Hai, sehen wir hier noch nicht. Das trägt zur Wirkung der Szene bei. Genauso natürlich die Musik von John Williams. Sie repräsentiert einfach die Brutalität und die Kraft dieses Wesens. Wir haben Angst vor dem Unkalkulierbaren und vor dem Fremden, vor dem Instabilen. Ja? Und Musik funktioniert sehr oft tatsächlich so, dass diese Gleichung relativ einfach ist. Man sagt, das Fremde, wie stelle ich das musikalisch dar? Das tue ich so, indem ich musikalisch die Instrumente Dinge tun lassen, die sie normalerweise nicht tun. Ja? Das heißt, bei Horrorfilmen hat man sehr, sehr häufig sehr tiefe Töne und sehr hohe Töne. Ulrich Reuter ist Filmkomponist und Professor an der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg. Und erstaunlicherweise ist diese einfache Gleichung tatsächlich so, dass der Eindruck, der bei uns als Zuschauer entsteht, und der emotionale Effekt tatsächlich der einer Beunruhigung und eines Unwohlseins ist. Ulrich Reuter sitzt am Flügel in seiner Altbauwohnung in Berlin-Charlottenburg. Dass John Williams Musik uns Angst macht, erklärt er, hat nicht nur damit zu tun, dass hier besonders tiefe Töne zum Einsatz kommen, auch die verwendeten Intervalle sind entscheidend. Das hängt einfach mit der Natur des Klangs, mit der Obertonreihe zusammen, dass wenn ich eine Quinte spiele, dann klingt die erstmal unaufregend, sie klingt stabil, ja. Und wenn mein Klavier gut gestimmt wäre, dann wird es noch stabiler klingen. Im Weißen Hai dagegen hören wir eine kleine Sekunde. Intervalle wie die kleine Sekunde, die wir vorhin hatten. Oder der sogenannte Tritonus, der in alten Zeiten als der Teufel in der Musik bezeichnet worden ist von den Musiktheoretikern. Die haben eine viel größere Reibung in sich und sind deswegen unser Handwerkszeug für die furchteinflößende Musik. Beide Intervalle, kleine Sekunde und Tritonus, kommen auch in Alfred Hitchcocks Psycho zum Einsatz. In der berühmten Szene unter der Dusche setzt Komponist Bernard Herrmann außerdem auf die Kombination der extrem hohen und sehr tiefen Lage. Ich glaube natürlich schon, dass dieser Aspekt von einem Warnschrei da genauso drinsteckt wie der Aspekt von der Tatsache, dass man die Messerstiche sozusagen musikalisch auch nochmal paraphrasiert und abbildet. Hitchcock gilt als Meister des subtilen Grauens. In anderen Filmen geht es nicht so feinsinnig zu, beispielsweise in Ridley Scotts Alien. Da geht es eben nicht um Raffinesse, sondern es geht wirklich um um die reine Achterbahnfahrt des Angsthabens. Angst haben vor einem Wesen, das uns noch fremder ist als der weiße Hai. Nämlich das Fremde an sich, eben das Alien. Das besonders Beängstigende, dieses Unwesen fällt die Astronauten, die es entdecken, nicht nur an. Es frisst sich auch als Parasit in ihre Körper hinein. Es überschreitet also eine Grenze. Und das tut auch die Musik. Beziehungsweise das Sounddesign. Dann gab es diverse Szenen, in denen die wie so eine Art Lüftungsgeräusch oder die vermeintliche Atmosphäre dieses Raumschiffes sich so stark tonale Anteile angenommen hatte, dass es einen Schritt in Richtung Musik ging, sodass da auch einfach die Grenze zwischen dem, wo hört die Musik auf und wo fängt das Sounddesign an, interessant wurde. Auch hier also wieder das Unsichere, Instabile, Klänge, die irritieren. Also wenn ich jetzt hier am Klavier sitze, würde ich sagen, die Horrorfilmkomponisten werden sehr, sehr häufig sich nach vorne
beugen und im Klavier versuchen, im Inneren alternative Klänge zu erzeugen und sich viel mehr für die Klänge selbst zu interessieren als für die Komposition, wie ich da jetzt dann ein schönes Musikstück draus baue. Das heißt, man geht dann quasi immer in dem, woraus Musik zusammengesetzt ist, wie noch eine Stufe runter und sagt, okay, mir reicht jetzt nur noch der eine Sound und da ist mein Job als Komponist dann schon erledigt. Und das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen, wie wenn man zum Wesen der Angst runtersteigt in unserem Gehirn, vom Großhirn weiter runter, weiter runter, weiter runter. Und genau da sitzt sie, die Angst, im Unbekannten und Unerhörten. Und sperrt die Ohren auf.